Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Willkommen zurück zu Old World mit Karthago. Ja, ich glaube, in der Folge ist es soweit. Wir werden jetzt gar nicht großartig rummachen. Wir probieren es jetzt einfach mal und schauen, was passiert. So, wir können hier noch jemanden ans Bein pinkeln. Einmal den Persen, einmal den Römern. Ich nehme aber einfach die zwei Legitimität mit, weil wem ich ans Bein pinkel, ist mir nicht relativ egal. Und unten gibt es keinen Bonus, deswegen, ja. Wir können in Award unsere Königin als Gouverneur einsetzen. Ja, können wir machen. Wir können erforschen. Wir kriegen hier in einem Jahr, also nächste Runde, schon einen Great Minister. Den Minister werden wir natürlich mitnehmen. Dann nächste Gesetz. Archive bringen uns 2 Militär. Und minus 25% Ausbildungszeit für Infanterieeinheiten. Das finde ich nicht so schlecht. Einheiten befördern mit Bevölkerung will ich eigentlich nicht unbedingt. So, wir könnten die Briganten töten und minus 4 Bewegung wollen wir nicht. Wir nehmen deswegen die XP mit. Meine Bewegung behalte ich ganz gerne. Und wir können mit unserem, so, das war eine E-Mail, die ich im Hintergrund bekommen habe. Wir können hier noch eine Entscheidung treffen über unsere Königin. Minus 40 Unruhe in Award, wo sie sitzt. Sie würde 2 Charisma bekommen oder wir nehmen einfach die Hämmer und sie bekommt 2 Kultur per Kulturlevel oder die Stadt. Oder 2, na, die Legitimität nicht. Ich würde gerne die Hämmer, ehrlich gesagt, nehmen. So, dann bauen wir hier mal einen Gerichtssaal. Und wir hätten noch 25 Bewegung. Oh, hier steht ja auch ein Perser. Wir hätten noch 25 Bewegungen. Die Frage ist, was hier steht. Aber ich würde sagen, hier bleiben wir einfach defensiv in der Verteidigungshaltung. Und dann erklären wir jetzt einfach mal den Persern Krieg. Und ja, Declare. Machen mal Rundenwechsel und schauen mal, was hier passiert. Oh, ich sollte vielleicht noch meine Bogenschützen ein bisschen anders hinstellen. Ein bisschen mehr verteidigen quasi. Ja. So. Perser, was tust du? Kommst du? Greifst du mich an? Ich vermute mal tatsächlich, dass er es nicht wagen wird. Bisherige Erfahrungen zeigen ja, dass er relativ defensiv spielt. Aha, da ist ein Schleuderschützer aufgetaucht. Noch ein Schleuderschützer. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass er hier unten offensiv reingeht. Hier greift der Tyrann, passiert aber nicht viel. Mhm. Speer, okay. Das war relativ wenig, was hier passiert ist. Okay, wir machen mal schnell. Unsere Tochter, aber doch unsere Thronfolgerin. Holen wir uns als Gouverneur 5 Gold per Kulturlevel. Dann im Byblos können wir einen Gouverneur einsetzen. Werden wir tun. Und die nächste Forschung. Ich hätte ja eigentlich gerne den Pikeman hier hinten. Aber 17 Runden sind halt schon heftig, gell? Werden wir trotzdem machen, in der Hoffnung, dass wir vielleicht ein bisschen Forschung über Events bekommen. Hier bauen wir ebenfalls ein Gericht. Hier sind Fische. Unser Speer. Wir können noch etwas bauen, Stadtverteidigung. So, jetzt Militär hier unten. Das hier wird schmerzhaft für uns, muss ich gestehen. Vermute mal, wir werden jetzt hier die beiden Einheiten irgendwie verlieren. Hier unten müssen wir gucken. Das wird hier schmerzhaft. Den werden wir verlieren. So, hier oben dagegen ist nicht viel passiert. Oh, okay. Elefant macht Autsch. Ja.
Rest lassen wir die Bogenschützen machen. Hier gehen wir direkt rein. Schon wieder eine E-Mail. Was geht denn heute ab? Oh nein, keine Bewegung mehr. Oh, das ging schnell. Das ging schnell. Da bin ich jetzt mal gespannt. Meine Einheiten stehen da relativ offen. Vor allem an der Flanke zum Bogenschützen. Okay, sie konzentrieren sich auf den Handwerker. Sie gehen auf Byblos los. Interessant. Streitwagen zieht sich zurück. Okay. Gut, einen... was war's denn? Pikeman ist es ja an sich nicht. Ein Lanzenkämpfer auf jeden Fall ist gestorben. Und das war's. Okay, finde ich jetzt die Runde jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Minus 170 Stein, minus Gold, 2 Legitimität und königliche Inspiration, Wachstum, Hammer, minus Unruhe, machen wir auf alle Fälle. Nee, Hammer lassen wir weg. Wir gucken mal wegen Bauen. Archiv, Schatzkammer. Und hier können wir noch was bauen. Die Frage ist, will ich jetzt hier eine Militäreinheit bauen? Ja, doch. Ich baue einen Longbowman erstmal. Tyre ist schon jüdisch. Unsere Hauptstadt ist auch jüdisch. Dann gehen wir doch gleich mal nach Arvord. So. Dann schauen wir mal, was wir hier anrichten können. Der erste ist nicht weg. Jetzt ist er. Nächste Militäreinheit hinüber. Ob ich die Axtmänner verliere, ist mir tatsächlich relativ egal. Die sollen in erster Linie mal ein bisschen Ablenkung hier sein. Warum kann ich die... Ah, ich muss erst... Ich stehe zu weit weg. So. Hier unten haben wir noch was. Jetzt habe ich... Oh nein, jetzt habe ich keine Militäreinheit mehr. Das finde ich vorhin nicht gut. Das finde ich nicht gut. Oh, das war schlecht gemacht. Okay, ob ich den verliere, dann ist es halt so. Hauptsache den Kriegselefanten ein bisschen zumindest rausgezogen, auch wenn es nur ein Feld war. Hier unten sollte ich mich konzentrieren auf die ersten Bewegungen. Okay, den werde ich verlieren. Er zieht hier hinten gleich nach wahrscheinlich. Hier zieht er weg. Gut. Er hat noch einen Lebenspunkt. Der Streitwagen hat es zu Ende gemacht. Okay, den Arbeiter werde ich verlieren. Der Axtkämpfer steht noch. Jetzt hat. Aber er zieht kräftig hinterher. Okay, okay, okay. Mhm. Aber es hält sich bisher in Grenzen. Ich bin gar nicht mal so böse. Unsere Königin, naja, General Upgrades kann sie nicht brauchen. Deswegen nehmen wir die Disziplin. Wir können in Utica den Gouverneur einsetzen. Werden wir tun. Ach, und weil die persische Königin gestorben ist, freuen wir uns.
Ach nee, weil die Tochter oder der Clan der Tochter oder sowas hat die Königin umgebracht. Und da wir uns ja mit der Tochter super verstehen, freuen wir uns. Okay, wir können uns ein bisschen bei den Persen einschleimen. Will ich aber nicht. Wir werden hier die fette Beförderung für unsere Königin nehmen. So, und dann würde ich gerne versuchen, hier den Arbeiter, der ist nämlich fertig mit seinem Projekt, den werden wir mal schnell rausziehen. Dann gehen wir mal hier runter. Wir ziehen uns ein bisschen zurück und heilen. Kann der Bogenschütze schießen? Nein, okay. Dann bleiben wir einfach mal so passiv stehen. Das hier unten, an dich können wir auch retten. Ja, dich können wir auch retten. So, jetzt aber wirklich. Weiter hier oben. Unsere Bogenschützen. Hier unten ist Susa. Auf Susa werden wir jetzt mal direkt losgehen. Hier versperren wir nicht den Weg. So, wo haben wir noch? Dich haben wir aber irgendwie, da können wir dich nicht reinbewegen, blöderweise. Genau, und dich haben wir halt noch. Dich befördern wir mal. Oder auch nicht, weil die Beförderungen sind ehrlich gesagt alle gerade unnütz. Okay, wenn, dann nutzen wir halt noch die Bewegung. Wir bauen noch ein bisschen was. So, das war's. Was passiert jetzt hier? Verlieren wir wahrscheinlich wieder einen Axtkämpfer oder den Reiter eventuell auch, ja. Ein persischer Kriegselefant. Das gefällt mir jetzt hier gar nicht gerade. Okay, das tut weh. Wir haben unseren Kriegselefant, nicht den afrikanischen Elefant verloren. Ja, Sidon hat gerade ein kleines Problemchen. Ansonsten finde ich, läuft es noch relativ entspannt. Wir können entscheiden, welche Richtung er gehen soll. Lehrer oder Diplomat. Wer ist denn das? Mein Cousin. Hat keinen besonderen Rang. Hat auch keine Position in TUS. Diplomat braucht man nicht, weil die ist noch nicht so alt. Gehen wir Richtung Lehrer. Dann könnte man den irgendwo als Gouverneur auf jeden Fall auch einsetzen. Minus 10 Unruhe in Karthago. Wir können christlich werden. Wollen wir nicht. Das sind extra zum Judentum übergewechselt. Die Assyrer möchten, dass wir den Dänen den Krieg erklären. Interessiert mich gar nicht, was du willst. So, hier in der Stadt haben wir wohl einen Longbowman gebaut. Dann hätte ich gerne einen Streitwagen. Und du schießt einfach mal. Oh ja, so ein Longbowman macht schon richtig Schaden. Was bist denn du? Bist du auch einer? Ja, du bist auch einer. Ja, schauen wir mal. Aber Sidon hat Stadtmauern, deswegen sollte das jetzt nicht so das Megaproblem sein. So.
So, Sousa wird definitiv fallen in der Runde. Und zwar jetzt. Ach nee, da ist. Ah, ich muss ja die Militärneid auch töten. Ah. Dann war es jetzt dumm gespielt. Da hätte ich erst den Elefanten tot machen sollen. Ah, da habe ich. Jetzt habe ich gedacht, ich mache nur die Stadtmauern weg und oder die Lebenspunkte weg und bin dann drinnen. Denkfehler, Denkfehler. Okay. Dumm, aber passiert. Aber schau dir gut an. Alle Militäreinheiten sind angeschlagen von den Persern. Während unsere Bogenschützen noch bereit sind. Okay, sieht und steht. Also, da brauchen wir uns jetzt erstmal weniger Gedanken machen, tatsächlich. Oh, nächster Kriegselefant. Ja, die ziehen schon ordentlich hinterher, das muss man echt sagen. Queen von Assyrien ist tot. Okay, wir bauen... ein bisschen Militär nach. Wir haben ja auch einiges verloren. So, du schießt mal auf den hier. Wir stehen in der Stadt und sie betteln uns schon um Frieden an. Gute Frage, nächste Frage. Die Frage ist nämlich, ob wir die Stadt jetzt halten können. Also wenn ich jetzt einfach Frieden machen würde, dann würde uns die Stadt gehören. Wir können uns neu aufstellen und im nächsten Krieg einfach nach Persepolis marschieren. Ansonsten sind wir jetzt gerade extrem umzingelt. Wir haben nur noch 3 Nahkämpfer hier und unsere Fernkämpfer sind auch offen. Wir werden den Frieden nehmen. So. Aber der wird nicht sehr lange halten, das kann ich jetzt schon versprechen. Wir werden, ja, da sind sie weg. Wir werden uns jetzt mal kurz ein bisschen sammeln. Vor allem in mehreren Richtungen. Wir werden uns auch hier unten sammeln. Fangen wir gleich mal an. Longbow-Schütze. Runter. Dann bauen wir ein paar X-Men. Die sind nämlich gut gegen andere Infanterieeinheiten. Und wir stellen uns einfach mal an den Grenzen auf. Sobald die Stadt hier uns gehört, können wir alles hochheilen. Hört sich doch eigentlich nicht schlecht an. Unser Kanzler ist gestorben. Was soll denn der schmoren? Wir können nur einen Tutor einsetzen. Aber gut, ein Kanzler bringt uns bloß 15 Geld plus 2,5 Bewegung. Werden wir tun. Okay.
Wir bauen auf jeden Fall weiter ein bisschen im Militär. Und zwar X-Men, weil die anderen halt auch wirklich viele selber X-Men haben. Okay, und gegen die Streitwagen bräuchte man noch den ein oder anderen Spearman. Wobei, da könnte man dann eventuell schon mit dem Upgrade glänzen. Ein Schrei. Oh, ein Gerichtssaal. Ein Gerichtssaal. Den wollen wir. Ein Ministerium. Oh, eine Zitadelle. Dann hätten wir hier Karthago schon die erste legendäre Stadt. Das ist natürlich fein. Wer war der Elefant, den wir aufrüsten können? Das war blöderweise der Kriegselefant, gell? Schade. Wir müssen mal dann schauen, wo wir denn. Irgendwo hatten wir Elefanten doch, oder? Hier. In Utica müssten wir Kriegselefanten bauen können. Das muss ich da mal drauf achten. Nochmal 5,4 Hämmer. So. Militäreinheiten lassen wir mal alle stehen. Du kommst hier runter. Und ein bisschen befördern. Stadt gehört uns. Stadt gehört uns. Ich hätte gerne Barsi drinnen. Wegen 50% City Defense. Und schon haben wir die direkte Bedrohung zu Persepolis. Finde ich wunderbar, muss ich sagen. Wirklich, wirklich wunderbar. Wir reparieren erstmal die Stadt, bauen danach direkt Wälle. Die Stadt will ich natürlich auch verteidigt haben, ist ja wohl klar. Hauen wir mal noch einen General rein. Dann alle, die nicht heilen müssen, legen wir schlafen. Doch, da stand gerade Upgrade. Das heißt, du kommst da mal ganz kurz zurück in unsere Hauptstadt. Hier reparieren. Und danach eine Festung, beziehungsweise Verteidigung. So, ich würde also sagen, mit dem kurzen Krieg war es das jetzt erstmal. Wir sammeln uns dann in der nächsten Folge wieder mit Truppen an den Grenzen. Versammeln wir uns wieder an den Grenzen. Und dann schauen wir mal, wie schnell wir den Persern wieder auf die Fresse geben. Okay, hier den Handel will ich auf gar keinen Fall. Ich will weder Militär noch Hämmer loswerden. Den lehne ich ab. Und in dem Sinne, dann verabschiede ich mich. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.